Wir sind im Norden Deutschlands im Urlaub und haben vom Erlebnispark Emsflower in Emsbüren gehört. Also nichts wie hin. Im Schaugewächshaus können wir sehen, wie viele verschiedene neue Gemüse- und Schnittblumensorten angebaut werden. Unseren Rundgang setzen wir fort im Kakteen- und Tropengarten. Hier erwarten uns unzählige heimische und exotische Pflanzen und auch Fische und Vögel. Thank you.
Guck mal, was da für Riesen dabei sind. Der goldige Ball sieht so wunderschön aus. Man sieht so lange Grenze hinten haben sie. Ganz goldig irgendwie. Wie ist der Fisch? Roter von Rio. Nicaragua Buntbarsch. Und ein kleiner Schwarzfleck-Buntbarsch. Emsflower hat sich vor allem auf die Produktion von einjährigen Früh- und Sommerblühern spezialisiert und produziert bis zu 500 Millionen Pflanzen jährlich. Auf einem 250 Meter langen Besuchersteg durch die Produktionshallen bekommen wir einen Eindruck von den innovativen, automatisierten und modernen Produktionsprozessen.